Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Review bzw. Vorstellung. Und zwar wurde vor einer Stunde, ja von mir aus gesehen vor einer Stunde, das neue Assassin's Creed angekündigt. Und ich möchte euch mal ein paar Informationen dazu sagen. Wenn ich Glück habe oder wenn ich noch irgendwas finden sollte beim Creative Commons Netz, dann werde ich es natürlich ins Video stellen. Ansonsten bleibt der Hintergrund schwarz und es ist einfach nur ein Schriftzug drauf. Und zwar geht es um Assassin's Creed Syndicate, so heißt es nämlich, ums viktorianische London. Ja, wer hätte es gedacht, das war schon vor einem Jahr bekannt, aber okay, Ubisoft, okay. Und zwar spielt ihr einen männlichen Assassin namens Jacob Pfeil, der zusammen mit seiner Zwillingsschwester, oder wie auch immer sie heißt, Pfeil, als Assassin aufgewachsen ist und jetzt die Welt retten will, beziehungsweise sein kleines London retten will. Und zwar ist ja die industrielle Revolution, beziehungsweise die viktorianische Revolution angetreten. Das heißt, so langsam werden Dampfmaschinen gebaut, Revolver fabriziert und es kommt halt immer mehr zu moderneren Techniken, genauso wie zu Zügen und Dampfloks. Und die beiden Zwillinge finden es halt nicht okay, dass die ganzen Armen unterdrückt werden und die Reichen im Reichtum schweben, die ganzen modernen Techniken ausnutzen können und die Armen in ihren Slums leben, von Templerbanden beherrscht werden und einfach keine einzigen Rechte haben. So, und das versuchen die beiden zu ändern, indem sie die ganzen kleinen Banden auf ihre Seite ziehen wollen und damit den Krieg gegen die Adligen, gegen die Reichen beginnen wollen. Und was sage ich jetzt dazu? Ist wahrscheinlich eure Frage. Ja, was sage ich dazu? Ich habe dazu eine gespaltene Meinung. Einerseits, jetzt kommt das Schlechte, finde ich es sehr schlecht, dass man einfach die Story aus Assassin's Creed Unity kopiert, in ein anderes Zeitalter mischt, die Grafik-Engine aufpoliert und da drauf noch ein paar andere Charaktere mischt. Das ist Assassin's Creed Syndicate und das ist lächerlich, Ubisoft Trivet. Denn was soll das? Das ist exakt. Elise Arnaud spielen Jacob und Elle, wie auch immer sie heißt, wieder. Und London ist Paris. Die Revolution ist gleich die Revolution. Und das kann doch nicht sein, Leute. Dass man einfach die Handlung kopiert und eine neue Grafik-Engine hinzufügt, die Personen umdesignt? Leute, ernsthaft, auch wenn ihr 2 Jahre daran arbeitet, aber das geht echt nicht. Aber, kommen wir zum Guten. Das Spiel sieht bombastisch aus. Das Spiel sieht nicht nur richtig geil aus, sondern es sieht auch mega interessant aus. Es wirkt wie ein verschlossenes Buch, was man erst öffnen kann, wenn man das ganze Spiel gespielt hat, wenn man die komplette Handlung nachvollzogen hat, wenn man alles über den Charakter und die Zwillingsschwester weiß. Und das ist richtig gut gemacht. Das muss so bei einem neuen Spiel sein. Das ist so. Ja, jetzt kommen wir dazu, zu der unangenehmen Sache. Was ist denn überhaupt der Preis? Und zwar gibt es lustigerweise auf Amazon keine normale Edition. Jedenfalls habe ich da eben, als er seit 20 Minuten vorbei war, nichts gefunden. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, keine normale Edition? Keine Sorge, die kommt noch auf Amazon. Aber vorher habe ich noch 2 Editions für euch. Einmal die Assassin's Creed Jeruk Edition. Das ist eine Edition, die man als Bastille Edition nur mit Syndicate bezeichnen könnte. Das heißt, in der Edition habt ihr einen Soundtrack, die Map of London, dann habt ihr 2 Zusatzmissionen mit 2 der bedeutendsten Männern Londons und es sieht alles sehr, sehr cool aus. Der teure Spaß ist aber 80 Euro wert oder auch nicht. Ja, das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Aber wer sagt Amazon, dem kann ich weiterhelfen, denn beim GameStop gibt es ein wahrscheinlich sehr streng limitiertes, Pack, kann man eigentlich sagen, mit einer Figur von Jacob und dem gleichen, was die
The Rook Edition auch bietet, nur ohne, ich glaube, ohne ein großes Poster. Ne? Das ist noch so ein Poster oder so dabei, das ist nicht da. Aber sonst ist alles gleich, nur die Verpackung ändert sich, und zwar ist es eine Pappverpackung wie bei der Notre Dame Edition bei GameStop, und bei Amazon ist es eher so in einem klassischen Steelbook-Stil gehalten. Ja, so viel dazu. Das Ganze erscheint am 23. Oktober 2015 weltweit für PC, PS4 und Xbox One. Keine alten Konsolen. Wie kann das denn sein? Ja, ich verstehe es schon. Denn die alten Konsolen sind so langsam echt weg vom Markt. Man muss so ein bisschen von ihnen weggehen und sich einfach distanzieren. Kann ich auch verstehen. Und Ubisoft hat angekündigt, keine offiziellen und keine richtigen Assassin's Creed Spiele mehr für die alten Konsolen zu machen. Wie gesagt, PC, Xbox One, PS4, 23. Oktober 2015. Wer dazu ein Let's Play haben möchte, wer Reviews, wer Previews, wer Unboxings haben möchte, der sollte schleunigst auf Abonnieren drücken, denn es wird am 23. Oktober soweit sein. Auf geht es nach London. In nicht mehr als 5 Monaten. Genau, in 5 Monaten und ein paar zerquetschten. Wir sehen uns bis dahin mit Assassin's Creed. Tschüss Leute, und immer schön Pi bleiben. Tschüssi.